Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us mit mir, den Thomas von PlayerGaddon. In der letzten Folge waren wir ja... Ich muss gerade überlegen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Genau. Ellie sollten wir überliefern und dann waren wir halt da in dieser Schießerei ohne Munition. Beziehungsweise wir haben dann einen erschlagen mit einem Backstein. Ja, Leute, mit einem Backstein. Auf jeden Fall total witzig, aber ich glaube, für den, der erschlagen wurde, war es nicht so toll. Ah, da fällt mir direkt schon wieder ein Backsteinwitz ein, aber den erzähle ich lieber nicht. Ja. Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Ah. Vorerst. Na los. Hab ich gesagt, du sollst wechseln? Okay, und wie kommen wir runter? Mann, ist ganz schön tief. Ja. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Die Frage ist nur... War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Sorry. Muss ich einmal im Spiel machen. Schätzungsweise hier lang, was? Geht's hier überhaupt durch? Ja, es geht tatsächlich hier durch. So, das hat gut geklappt. Kommt ihr nach? Oder bin ich jetzt falsch? Hier drüben. Okay, doch nicht. Wir werden hier ein bisschen die Gegend erkunden. Vielleicht findet man hier irgendwo Munition oder anderes in der Art. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon bei der 6. Folge The Last of Us und... Nein. Such weiter. Soll ich auch was machen? Bleib du einfach in ihrer Nähe. Okidoki. Und das ist erst die 1. Folge draußen. Also ich bin schon richtig hart am Vorproduzieren hier. Hey, jo. Tess! Okay, da gehe ich jetzt erst nicht durch. Ich gucke erst mal hier, ob irgendwelche Sachen hier liegen. Zum Beispiel Schubladen kann man öffnen. Okay, in diesem Fall ist leider nichts drinne. Apropos, ich wollte mal gucken, wie wir hier irgendwie etwas verbessern könnten. Halte... Ah, jetzt stellen wir also ein Messer her. Jetzt haben wir schon 2 Stück, das ist... not bad. Okay... Gehen wir mal durch und gucken, was uns... Okay, es erwartet uns noch nichts. Das ist schon mal gut. Achso, hier hätte man auch hochgehen können. Hm, ja gut, hab ich gesagt. Scheint aber nichts... Er wurde zerfetzt. Ja. Leicht ist noch frisch. Ist das schlecht? Vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Es soll frisch sein. Okay. Wenn es frisch ist, ist es nicht ganz optimal. Aber dafür haben wir jetzt Munition. Mist. Oh. Okay, hier noch ein Zettel. Feldeinsatzprotokoll. Na, ich glaube, wir haben momentan nicht die Zeit, um uns sowas durchzulesen. Verdammt. Boah. Wow. Nicht runterfallen. Ist hier noch... Was ist mit dem Gesicht? So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sollten wir nicht erstmal... Okay, ich glaube... Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Wir sollten den erstmal hier wegbringen. Ist doch nicht besonders appetitlich. Okay, jetzt müssen wir hier die Tür irgendwie aufsmashen. Ratten. Na, vielleicht ist hier ja was drin, ne? Mist. Oh. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Nice. Pillen? Wo? Kopf runter. Ah. Okay, die Pillen helfen uns anscheinend.
Hier scheint aber nichts Großartiges, Gefährliches zu sein. Außer... Nichts passiert. Alles ist total okay. Das Gebäude scheint nicht gerade stabil zu sein. Ich hoffe, es bricht hier nicht ein. Das wäre ein bisschen bitter. Klebeband und eine Schere. Wieder in die Hälfte. Passt ungefähr. Ist hier noch irgendwo was? Ne, scheint nicht so. Deswegen können wir mal wieder hier reingucken. Ah, wir können Pillen sammeln, um zum Beispiel die Lauschmodus-Distanz zu erhöhen. Fertigungszeit, Heiltempo, Schwanken der Waffe. Okay, bei uns war draußen ein Krankenwagen. Ich habe mich gerade schon echt erschreckt. Messermeister. Maximale Gesundheit. Ich glaube, wir sparen erstmal für die maximale Gesundheit, dass die ein bisschen erhöht wird. Tju. Ich liebe es, mit der Waffe zu zielen. Mein Controller hat gerade vibriert. Deswegen... Ja, hilf mir, Test. Wäre auf jeden Fall sinnvoll. Holy crap! Wow. Geh weg! Ah, was bist du denn für ein hässliches Viech? Mach Putz! Wow! Danke! Bist du okay? Nicht passiert. Ja. Suchen wir Vorräte. Das ging gerade mal. Scheiße! Nicht! Oh, das war heftig! Na. Eigentlich was anderes machen, aber... Ah. Das war, glaube ich, Alkohol, was wir gerade gefunden haben. Ah. Das Ding sah nicht gerade appetitlich aus und gar nicht so wie die Zombies in The Walking Dead. Das Ding sah ein bisschen unheimlich aus. Kaffee. Hier, verarzte dich. Vielen Dank. Danke. Aber ich glaube, das will keiner mehr trinken nach 20 Jahren. Also ist wahrscheinlich nicht so appetitlich. Ist hier sonst noch irgendwas drinne? Okay, Medikit können wir jetzt herstellen. Das können wir auch wirklich gebrauchen. Ich muss mir wieder das Tutorial angucken. Ich vergesse immer, wie man den Medikit benutzt. Medikit ist da unten und das benutzt man... Okay, R1 gedrückt. Ah, R1 und nicht L1. Ah, okay. Verstanden. Ja, und... Ah, okay. Hab's verstanden. So bündelt man sich also das Medikit. Und wir haben wieder die maximale Gesundheit. Das trifft sich ja gut. Okay, jetzt öffne mir mit dem Messer die Tür. Ist hier irgendwer? Oder irgendwas? Ach, das sind, Tess und... Ellie. Oh, wieder Pillen und Munition und Klebeband und eine Schere oder und Zahnräder. Ist ja wie Weihnachten. Ein Glück sind wir in diesen Raum reingegangen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, können wir nicht durch. Da ist irgendwas vor der Tür, ein Schrank. Ja, und dann gehen wir mal weiter und gucken, was uns so erwartet in diesem Haus. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Runter? Hä? Was? Ach, meine Batterie ist bald leer. Upsi. Das wusste ich nicht. Können wir springen? Nein, glaube ich nicht. Wir gehen einfach mal hier entlang. Oh Mann. Ach ja, ich weiß, wo es lang geht. Aber vorher werden wir die Schubladen hier öffnen. Ne, leider nichts drinne. Aber es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass hier was drin sein kann. Und deswegen werden wir einfach mal alles durchsuchen. Oh, ich kann auf den Tisch steigen. Da so. Oben. Jo. Mal sehen, wieso? Ob's da weitergeht. Jetzt schon wieder diese unlogische Räuberleiter. Okay. Wir können auch Ellie vorlassen. Das geht natürlich auch. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine. Du bist dran. Hey. Ja gut, Ladies first. Und sie kann 2 Meter hoch springen. Sie trainieren wirklich fleißig. Okay. Ich auch. Komm, na los. Hopp. Dankeschön. Okay. Okay.
Dicker? Scheiße! Los, los, los! Oh oh. Flicker? Oh fuck. Ach, das Ding hört wahrscheinlich nur auf Geräusche. Oh. Müssen wir aufheben. Das kann noch nützlich werden. Ich glaube, wir nähern uns langsam. Nein, ich möchte momentan nicht FIFA spielen. Nein, ich möchte immer noch nicht FIFA spielen. Und greifen wir jetzt! Bam, Junge! Das haben wir gut hinbekommen. Krass. Wann sind die denn da hochgegangen? Nee, ich möchte immer noch nicht FIFA spielen. Hier geht's rüber. Ich glaub, das nächste Mal. Ich glaube, das war's. Ellie, alles nee, klar? Alter, ich gehe gleich offline, wirklich. Alles klar. Noch eine Einladung und ich mach Start und gehe offline. Moment mal. Können wir wieder Messer herstellen? Ja, ich glaube, das brauchen wir auch für die Klicker. Okay. Ich glaube, wir haben genug Messer hergestellt. Wo geht's als nächstes lang? Er hat nichts mehr, was wir irgendwie aufheben könnten. Seid ihr... Achso, ich soll wieder vorgehen. Okay, das kann ich natürlich auch machen. Moment. Und schieben. Ach, zurück. Okay. Ah, das ist laut. Das ist wirklich laut. Bitte, die Damen. Okay, komm. Was, wenn wir so Klicker angelockt haben? Hoffen wir mal nicht. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Verrückt. Nicht nach unten schauen. Jo. Dann geht mal vor. Vorsichtig. Vorsichtig. Und jetzt wir. Sorry. Habt ihr den Todesblick gesehen? Wenn ihr den nicht gesehen habt, spult zurück und guckt auf Ellies Gesichtsausdruck. Oh, zu göttlich. Munition. Ah, wir haben eine neue Waffe. Nice one. Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du... Halfter hast? Was? Zusätzliche Waffen werden in dem Inventar abgelegt und können gegen eine ausgerüstete Waffe ausgetauscht werden. Wähle eine Waffe zum Austauschen aus. Halte gedrückt, um dein Inventar aufzurufen. Kreuz. Schalte durch das Inventar, bis sich deine gewünschte Waffe im Ausrüstungsplatz befindet. Und lasse dann los. Okay. Wir können jetzt auch weiter... Ja, ich möchte gerne gehen. Halte. Hä? Ach so. Ah, jetzt sollen wir wieder wechseln, ne? Okay. Seh mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Ah. Das kann ja nur böse enden. Mist aber auch.
Oh, oh. Ich gehe mal hinterher. Oh. Oh Mist, aber auch. Ich hab verschissen, aber hart. Oh, oh. Nein, pfui. Runner nennt sich die also. Und das, liebe Leute. War unser erster Tod. Vorsichtig aber auch. Ich habe gesehen. Wieder Munition, muss ich mitnehmen. Okay, von da kommt schon mal keiner. Oh, das ist aber auch schlimm. Ah, falscher Knopf. Hier ist keiner. Boah, das müssen wir jetzt aber mit Strategie machen. Oh, ich... Oh, blöde Pflanze aber auch. Boah, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das jetzt anstellen soll. Wirklich nicht gut enden. Sinnvoll wäre es, wenn die One als erstes ausgeschaltet werden, aber wir haben gesehen, wie stark die Klicker sind. Boah, das... Ah, das kostet mich jetzt volle Konzentration, ey. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich das am besten anstellen soll. Denn das wäre Sinn. Wenn er jetzt zu mir kommt, das wäre gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber natürlich macht er eine Kehrtwende. Der geht hier Patrouille. Er nimmt seinen Job aber ernst. Wir müssen da in den Raum rein, irgendwie unauffällig. Ich will jetzt erstmal so versuchen, hier lang zu gehen. Er kann mich, glaube ich, von Weitem nicht sehen. Er geht immer wieder da in den Raum rein. Ich glaube, da müssen wir ihn auch erledigen und da müssen wir auch gleich rein. Er kommt hier wahrscheinlich lang, ne? Ellie und Tess sind da oben und chillen ein bisschen. Boah, Psychopath. Okay, er wird hier wieder langkommen und dann werden wir ihn erledigen. Oh, 4 Stück sind es. Wir haben 4 gefährliche. Einen haben wir schon erledigt.
rechts kommt keiner. Die haben alle eine bestimmte KI, die sie gehen. Da ist er ja. Der Spast, wegen dem ich vorhin gestorben bin. Ja. Deine Freunde kommen dir diesmal nicht zur Hilfe. Okay. Da waren es nur noch drei. Ich weiß nicht, wen ich den da hinten erledigen soll. Vielleicht kommt er aber auch zu uns und hat gemerkt, dass sein Kumpel irgendwie gestorben ist. Der Klicker bleibt die ganze Zeit stehen und die waren da, ja. Die wannen da immer herum. Ich versuche die auch noch in dieser Folge zu erledigen. Das wird aber schwer. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Den Klicker werden wir, glaube ich, als letztes erledigen. Wie gesagt, er hat nur sein Gehör. Die anderen haben sogar noch den Sinn zum Sehen. Wir werden ihn erstmal ein bisschen beobachten und gucken. Was hast du denn für Probleme? No, 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 no! Lauf doch, du bongiger! Nein! Klicker zu boxen ist ineffektiv. Benutze eine Nahkampfwaffe. Na, ich glaube, ich werde das mal überspringen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde diesen blöden Mongo einfach erschießen. Und das von Weitem. Der einzige, der mich immer stört, ist der Klicker. Sobald der weg ist, kann man auch die anderen erledigen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich meine, die Wander hören ganz normal. Schätzungsweise. Warte mal, ich kann noch was probieren. Nee. Hoch können wir leider nicht. Schade aber auch. Ich werde es einfach probieren, den zu erschießen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Wie viel hält der Junge denn aus? Bam, Junge. Bam. Bam, 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 Junge. Bam, Junge. Bam, Junge. Bam, Junge. Jetzt. Bam, Junge. Bam, Junge. Bam, Junge. Bam, Junge. Bam, Junge. Okay, ihr könnt kommen. So. So macht man das, würde ich sagen. So, wir werden uns jetzt noch einige Dinge hier suchen. Gar nicht schlecht, Joel. Ja, danke schön. Verschwinden wir von hier. Das war die nervigste Stelle im ganzen Spiel. Ach, wenigstens jetzt ein Medikit. Oder irgendwas anderes, was es war. Ich habe hier noch ein bisschen Munition und sowas gesehen. Deswegen werden wir einfach mal wieder einige Sachen mitnehmen. Backsteine können wir immer gebrauchen. Wieder ein bisschen Essen, Heilung, das ist immer gut. So mache ich das immer. Wenn nur noch ein Klicker da ist, der Rest Runner. Welchen Klick als erstes erschießen? Wegen, wir haben gesehen, wie viele aushält. Das war wirklich not bad. Und deswegen einfach, ja. So. Oh, da liegt ja noch was. Das werden wir auch noch mitnehmen. Ah, leider voll. Unsere Gesundheit. So, ist hier noch irgendwas auf dem Boden? Backsteine. Holz. Oh, es geht weiter. Okay, der Part wird heute ein bisschen länger gehen. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Denn ich weiß nicht genau, wann das Spiel speichert. Boah, ich bin so froh, diese Stelle im Spiel endlich fertig zu haben. Das war so schrecklich. Ich habe wirklich so ewig lange gebraucht, um es zu schaffen, ey. Und ich hoffe, diese behinderten Mongo-Klicker kommen nicht mehr. Und dann würde ich auch sagen, das war's mit der heutigen Folge von The Last of Us. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye.